Ja, der Biolandanbau bedeutet für mich, dass man mit der Natur arbeitet, dass man zum Beispiel über eine weite Fruchtfolge und viele Zwischenfrüchte dem Boden selber dazu bringt, sich zu generieren und eben auch die Zeit gibt, zu leben. Und darüber versuchen wir eben eine Vielfältigkeit in unseren Betrieb reinzubringen und eben auch gesundes Gemüse zu produzieren. Also Biolandanbau ist auf jeden Fall frei von chemischen Pflanzenschutzmitteln und synthetischen Düngern. Das sind so die Kernpunkte. Wir bauen eine ganze Menge verschiedene Kulturen an. Der Schwerpunkt liegt ganz klar im Gemüsesektor. Da haben wir uns die letzten Jahre immer mehr darauf spezialisiert. Und da haben wir 22 verschiedene Gemüsesorten, die wir dann auch satzweise immer anbauen, sodass dann für unsere Kundschaft, was in erster Linie verschiedene Großhändler sind, dass die Kunden auch über die ganze Saison beliefert werden können. Wir haben Blumenkohl und verschiedene andere Kohlarten, alles was es an Kohlgewächsen gibt, Blumenkohl, Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl, dann Wurzelgemüse wie Möhren, rote Beete, Pastinaken und aber auch andere Kulturen wie Zuckermais oder Porree. Gleichzeitig gibt es auch Tiefkühlgemüse, die im Prinzip als Tiefkühlprodukte wieder in den Laden kommen können, wie Erbsen und Buschbohnen. Als Biolandhof arbeitet man nach organisch-biologischen Richtlinien. Da ist genau vorgegeben, was man düngen darf und welche sind Naturdünger vorgesehen, die man einsetzen darf. Und wir dürfen unsere Böden natürlich auch mit Naturkalken kalken und Kali, Magnesium darf eingesetzt werden. Aber sonst arbeiten wir mit organischen Düngern. In erster Linie dann mit Gründüngungsmaßnahmen, dass wir versuchen, über Zwischenfrüchte immer und über Leguminosen den Stickstoff auf natürliche Weise aus der Luft zu binden und das über andere Pflanzen, Roggen und Sandhafer zum Beispiel, festlegen, speichern und dann den nächsten Gemüsekulturen zur Verfügung zu stellen. Für mich bedeutet Biolandwirt zu sein, dass ich mich sehr wohl in dem fühle, was ich tue, dass ich dafür lebe, mit der Umwelt arbeiten zu wollen und mit der Natur arbeiten zu wollen. Das Dammwild habe ich zu Anfang schon mal als Restgrünlandnutzung gehabt. Das ist schon Anfang der 80er Jahre und da waren hier Restgrünlandflächen und ich habe die Tiere irgendwo mal gesehen auf dem Versuchsgut, fand die ganz gut. Und habe gedacht, oh, das könnte ich auch mal machen, habe das eingezäunt. Und ansonsten sind die Tiere unsere Gemüsereste-Verwertung. Im Gemüseanbau hat man ja einen hohen Ausschuss. Es wird viel Gemüse aussortiert und das wird über diese Tiere sehr gut verwertet. Also Bioland ist für uns eine Art und Weise von Landwirtschaft, die wir mit der Natur betreiben. Das bedeutet für mich, dass wir eine langjährige Fruchtfolge einhalten. Wir haben bei uns im Betrieb eine fünfjährige Fruchtfolge. Das bedeutet, dass alle Kulturpflanzen, die miteinander verwandt sind, wieder erst in 5 Jahren angebaut werden, sodass dazwischendurch eine Ruhepause ist und dadurch bedingt auch weniger Krankheiten auftreten. Beim Anbau ist einmal wichtig, dass die Pflanzen immer gut versorgt werden, dass sie von Anfang an gut gepflegt werden. Und man kann das hier im Kartoffelbestand sehen, dass wir auch ohne Agrarchemie einen schönen Kartoffelbestand hinkriegen, ohne dem, dass da eine nennenswerte Verunkrautung stattfindet. Wenn ich heute weiß, dass wir im Boden eine hohe Nitratbelastung haben und Agrarchemie überall wiederzufinden ist, im Grundwasser und auch in den Lebensmitteln, in kleinsten Dosen, dann muss ich das hinterfragen als Landwirt und sagen, okay, es gibt Möglichkeiten, da auch drauf zu verzichten. Weil das für die eigene Gesundheit viel besser ist, sich ökologisch zu ernähren und dann schont man natürlich damit auch die Umwelt, weil die nicht mehr weiter belastet wird. Der Finkeshof steht für eine zukunftsorientierte und biologische Landwirtschaft.